So, grüezi miteinander und ganz herzlich willkommen zum heutigen Webinar. Heute dreht sich alles um das Thema ABAPLAN, die Personaleinsatzplanung von Abacus. Mein Name ist Tamara Ganz, ich bin Produktmanagerin bei der Firma Accept am Standort in Kemptal. Ich bin heute dabei als Co-Moderatorin und Question Masterin. Sie haben nämlich während dem ganzen Webinar die Möglichkeit, uns Ihre Fragen in den Chat zu stellen. Wir werden gut, wie es geht, auf all diese Fragen gerade direkt heute im Webinar eingehen. Also ungeniert bitte einfach Ihre Fragen entsprechend in den Chat stellen. Wir werden das Webinar auch aufzeichnen. Das heisst, Sie werden im Nachgang nächste Woche dann die Aufzeichnung bekommen und auch entsprechend alle Folien, die Sie hier sehen, tun wir Ihnen zustellen. Dann können Sie sich das alles in Ruhe nochmal anschauen, vielleicht mit Ihren Kollegen teilen und wenn es dann noch Fragen hat, entsprechend nochmal auf uns zukommen. Durch die ganze Demo wird Sie aber heute mein Kollege begleiten. Josep Pires ist mein Name. Ich bin Mandatsleiter bei der Firma Accept am Standort Zürich. Ich betreue schon einige Kunden, welche ABAPLAN im Einsatz haben, habe selber auch schon Einführungen gemacht und werde sie nachher im System dann durchführen. Sehr gut, also Sie sehen, Sie haben einen Profi da, dürfen Sie ruhig alle Ihre Fragen bitte in den Chat stellen. Wir haben gesehen, es hat noch ein paar auf der Anmeldeliste, die wir noch nicht zu unseren Kunden erzählen dürfen. Darum noch ganz eine kurze Vorstellung von der Accept selber, bevor wir dann wirklich das Thema ABAPLAN eingehen. Das Jahr feiert Accept oder das Jahr noch feiert Accept ihr 15-jähriges Jubiläum. Wir sind an 4 Standorten über die Deutschschweiz hinweg vertreten. Wir sind Bern, Schönbühl, Basel, Pratteln in Zürich-Kemptal, von wo wir gerade das Webinar live machen. Und dann sind wir noch in St. Gallen. Alles zusammen sind wir über 150 Mitarbeitende, die wirklich schon einige Monjahre Erfahrung haben in dem ganzen Business, Betreuung oder auch Projekt, wo wir drinnen sind. Wir sind im ganzen Abacus-Business so drin, dass wir praktisch eigentlich alle Abacus-Produkte vertreiben. Und wir sind seit 2008 Abacus-Goldpartner. Das ist so ein bisschen die höchste Auszeichnung, die man bei Abacus haben kann. Gut, soweit so gut zur Accept-Chance. Dann würde ich doch sagen, Sie sind alle da, entsprechend zum Personaleinsatzplanung von Abacus kennenlernen. Wenn man so schön sagt, ABAPLAN. Und dann würde ich doch direkt an dich übergeben, Chance. Ja, danke. Ich würde als erstes mit ein paar Informationen zum ABAPLAN, der Personaleinsatzplan vom Abacus starten. Das ABAPLAN basiert auf Diensten und Schichten, ist eine klassische Personaleinsatzplanung. Wichtig ist zu erwähnen, dass ABAPLAN keine Projektplanung ist. Also das ist ganz wichtig. Der Mitarbeiter steht im Vordergrund. Es wird der Mitarbeiter eingeplant, beziehungsweise das ganze Team dann von den Disponenten. Aber Plan basiert auf Stammdaten, welche in verschiedenen Applikationen geführt werden, unter anderem Organisationsstruktur, in der Zeiterfassung, in der Projektverwaltung, aber auch im Lohn. Einsatz findet aber Plan vor allem in Restaurants, Hotels, in Heimen, in Sozialinstitutionen, aber auch in ganz anderen Unternehmensgebieten einsetzbar. Hier möchte ich noch kurz auf den Prozess, wo ABAPLAN eigentlich eingesetzt wird, eingehen. Das heißt, von der Erfassung der Stammdaten bis zur Lohnauszahlung. Im Punkt 1 werden die Stammdaten gepflegt in den verschiedensten Modulen, also vor allem auch in der Organisationsstruktur, im Lohn und so weiter. Dann hat der Disponent oder die Planer diese Stammdaten zur Verfügung, planen die Mitarbeiter ein und im nächsten Schritt 3 werden die Mitarbeiter, die eingeplant wurden, mit Informationen über die Dienstpläne oder beziehungsweise Dienstpläne werden denen zur Verfügung gestellt. Gibt es verschiedene Möglichkeiten via E-Mail oder im Mitarbeiterportal MyAbacus. Dann erfassen die Mitarbeiter ihre Zeiten über verschiedenste Kanäle, auch wiederum möglich, also über Badge-Systeme, dort zum Beispiel das ABAClock, aber auch über ein Smartphone, gibt es eine ABAClick-App oder auf dem MyAbacus-Portal direkt. Der nächste Schritt ist dann die Kontrolle der erfassten Arbeitszeiten, die Validierung der Arbeitszeiten durch die Vorgesetzten oder Planer. Da gibt es verschiedenste Möglichkeiten. Der letzte Schritt ist dann im Lohn angesiedelt, wo es zur Auszahlung der Stunden kommt
und dort auch vor allem der Zulagen und Zuschläge, wo über die Zeiterfassung generiert werden. Gut, sehr gut. Dann würde ich doch sagen, schauen wir das direkt wirklich im System an, dass Sie es Abo-Planer wirklich gerade direkt im System können kennenlernen. Darum wechseln wir doch gerade direkt auf den Bildschirm, Josi. Vielleicht noch für Sie zur Information. Wir haben das Webinar bis um 19:30 angesetzt. Allenfalls werden wir ein bisschen länger haben, damit wir Ihnen wirklich einfach schön den Prozess aufzeigen können, dass Sie alle Highlights aus dem Abo-Plan rauskennen. Tut uns leid, wenn wir da ein bisschen überziehen. Wenn Sie gehen müssen, gar kein Problem. Wie gesagt, wir werden das ganze Webinar aufzeichnen. Dann können Sie sich die letzten paar Minuten auch noch sonst zu einem anderen Zeitpunkt anschauen. Vielen Dank, Tamara. So, dann starte ich mal das Hauptprogramm Abo-Plan, welches in der Zeiterfassung Projektverwaltung angesiedelt ist. Da starte ich jetzt gerade und dem Planer, den Disponenten, wird dann folgendes Programm geöffnet. Ich erkläre das mal ganz kurz. Wir haben das Hauptfenster hier, wo Sie als Planer Ihre Teams einplanen können. Es ist über die Organisationsstruktur abgebildet. Da komme ich nachher noch drauf. Und Sie haben im oberen Bereich, haben Sie Filter und Funktionsmöglichkeiten. Zum Beispiel können Sie hier die Anstellung der Mitarbeiter ein- und ausblenden. Aber auch Filtermöglichkeiten haben Sie hier, wo Sie sich zunutze machen können und zum Beispiel nur auf Ihr Team einschränken können. Des Weiteren haben wir im rechten Bereich die Steuerung der Zeit, also der Periode, wo der Disponent einplanen möchte. Sie sehen hier das Datumsgrid, wo Sie die Möglichkeit haben, über verschiedene Perioden sich die Planung so einzurichten, wie Sie möchten. In der Regel kenne ich von den meisten Disponenten, dass sie in der Woche oder im Monat planen. Ich werde hier mal in der Demo auf der Woche bleiben. Und Sie haben hier im rechten Bereich eigentlich die Dienste, die Sie einplanen können auf den entsprechenden Teams oder Organisationseinheiten zur Verfügung. Genau, einfach müssen wir nur erwähnen, wir zeigen es Ihnen wirklich jetzt anhand nur von einem kleinen Laptop-Display, das Sie haben. Wenn Sie natürlich einen Monat planen wollen, dann wird das nicht so klein werden, sondern dann haben Sie normalerweise ja grössere Bildschirme, dann sehen Sie es auch schöner. Also da müssen Sie nicht verschrecken, wir arbeiten jetzt einfach aktuell mit einem kleinen Bildschirm, wo wir es Ihnen zeigen. Genau, vielen Dank, Tamara, das vielleicht auch nochmal als Input. Wirklich, das Programm ist idealerweise mit einem größeren Bildschirm zu bedienen, sonst wird es schwierig. Das ist so. Ich wechsle hier nochmal auf die Woche und werde Ihnen jetzt im nächsten Schritt zeigen, wie der Planer die Dienste einplanen kann für die entsprechenden Mitarbeiter. Ich habe jetzt hier in der Organisationseinheit Restaurant Ahorn habe ich jetzt in dieser Woche praktisch alle Mitarbeiter schon eingeplant. Das kann ich mal runterklappen. Sehe aber, dass der Bischof Alexander noch nicht eingeplant ist und wird Ihnen mal zeigen, welche Möglichkeiten wir dort haben. Sie können hier im rechten Bereich die Dienste anklicken, also aktivieren und dann mit der linken Maustaste einfach klicken. Dann wird das so übernommen. Sie können mit rechter Maustaste auch den Dienst wieder löschen. Sie haben auch Möglichkeiten, über Drag and Drop die Dienste einzuplanen. Und über Control und der Maustaste können Sie dann einfach auch auf den nächsten Tag rüberziehen. So wie eine kleine Kopierfunktion. Ich lösche das mal wieder. Sie haben auch die Möglichkeit über sogenannte Tastenkürzel. Sie sehen hier zum Beispiel den Dienst FDA, Frühdienst Ahorn. Wenn ich da auf den Tag gehe, kann ich auch mit dem FDA und dann übernimmt er den Dienst mit dem Tastenkürzel. Oder die letzte Möglichkeit, rechte Maustaste
und Ihnen wird hier im nächsten Fenster die Möglichkeit der Dienste noch angezeigt und könntet hier auch entsprechend den Dienst übernehmen. Also das sind verschiedenste Möglichkeiten, das ist immer nach dem Gusto des Planers. Gut, jetzt möchte ich Ihnen noch zeigen, wie Sie Änderungen vornehmen können an den Diensten. Die Dienste sind mit, ich ziehe jetzt da nochmal den Dienst darüber, damit der mal eingeplant ist für den, nachher für den Dienstplan. Jetzt sehe ich hier beim Bischof Alexander, habe ich noch die Möglichkeit, den Dienst anzupassen. Rechte Maustaste und über das Symbol mit dem Stift können wir hier zu dem Dienst die weiteren Informationen aufrufen. Wir sehen, dass der Dienst von 7 bis 13.30 Uhr und 14 bis 16.30 Uhr der Grunddienst eingeplant wird für diese Mitarbeiter. Aber der Disponent weiß jetzt, er muss an dem Tag früher gehen, weil der Mitarbeiter ihm das so mitgeteilt hat. Dann kann er hier die Arbeitszeit schon anpassen. Das heißt, das ist eigentlich in Ausnahmefällen. Und Herr Bischof muss früher gehen. Ich zeige Ihnen das, warum ich das jetzt gemacht habe, hier die Notiz. Das ist nachher für den Dienstplan dann ersichtlich. Wenn ich das so mache, mal gucken, hat das jetzt übernommen, hoffe ich mal. Nein. Ja, bist auf dem falschen Tag. hier hat das, genau. Entschuldigung. Genau, das ist jetzt noch was anderes, was ich zeigen wollte. Das ist gerade gut. Wir haben auch gewisse Validierungen, wo wir dem Disponenten zur Verfügung stehen mit im Zusammenhang mit Arbeitsgesetzen, Arbeitszeitgesetzen. Das heißt, wenn ein Disponent am Einplanen ist von Mitarbeitern, hilft das System oder unterstützt das System, indem es Warnmeldungen gibt zu gewissen Überschreitungen. Ich kann das mal hier zeigen kurz. Das ist der falsche Dienst. Das war der Top-Speed-Dienst. Also das heißt zum Beispiel, wenn er jetzt zu viel Zeit hat, dann zeigt es ihm, der hat seine Ruhezeit im Fall jetzt nicht eingehalten, genau. Oder mehr Zeit eingeplant als Arbeitssitz erlaubt. Genau. Okay. Wo diese Einstellungen sind, nach einem Stammdaten zeige ich Ihnen kurz. Der Disponent hat aber jederzeit die Möglichkeit, die Warnmeldung zu ignorieren, weil er in Notfällen natürlich die Mitarbeiter trotzdem einplanen muss. Gut, dann lösche ich den wieder. Wir haben auch noch in dem Zusammenhang die Möglichkeiten, Wiederholungen von Diensten zu machen. Das heißt, der Disponent weiß jetzt zum Beispiel beim Herrn Bischof Alexander, dass jeden Donnerstag immer ein Frühdienst bei ihm einzuplanen ist und kann er über rechte Maustaste und dieses grüne, Symbol hier die Wiederholung aktivieren. Und das ist ähnlich wie im Outlook, wo die Wiederholung dann entsprechend dem Start- und Enddatum gesetzt werden kann. Wo man nicht jedes Mal in der Woche das eintragen, sondern kann es einmal machen, jetzt auch wenn jemand eben vielleicht Teilzeit arbeitet und immer die gleiche Schicht zum Beispiel hat oder so. Genau. Okay. Gut. Dann würde ich noch auf den Schichtplan, also hier planen wir jetzt gerade Dienste ein. Für Produktionsunternehmen sind auch Schichtpläne sehr interessant. Das heißt, ich gehe jetzt mal hier auf einem freien, also noch nicht eingeplante Periode und wird beim Herrn Cedric Fritz mal einen Schichtplan einplanen. Der Schichtplan ist in den Stammdaten auf der Mitarbeiter hinterlegt und der kann sehr einfach für den Disponenten hier aktiviert werden für den Mitarbeiter. Und ist dann eigentlich direkt so eingeplant. Hier kommt auch wieder eine Validierungshinweis und der Disponent hat die Möglichkeit, das so zu bestätigen.
also die Schichtplanung ist in dem Fall eine Art, eine gewisse Abfolge von Diensten, die man drauf kann tun kann, um helfen, schneller zu planen. Korrekt. Wenn es das immer so gibt. Korrekt. Da gibt es gewisse Möglichkeiten oder gewisse, es gibt verschiedenste Möglichkeiten, auch in Kombination mit verschiedenen Diensten, wo dann so eingesetzt werden können. Sehr gut. Gut, dann möchte ich noch auf den Punkt kommen, wo für die Planer sehr wichtig sind. Und zwar hier unten im unteren Grid sehen Sie jetzt hier in dieser Periode, in dieser Woche, gewisse Informationen hier unten. Sie sehen hier für die Organisationseinheit Restaurant Ahorn pro Tag, wie viele Dienste sind eingeplant. Und was auch interessant ist, Sie sehen hier die Fähigkeiten. Wir haben auf den Mitarbeitern Fähigkeiten geführt, unter anderem Sprachen und Ausbildung. Und so kann ein Planer bei gewissen Konstellationen sicherstellen, dass auch die richtigen Mitarbeiter eingesetzt werden für diesen Dienst. Ich spreche jetzt gerade bei Institutionen, in der Pflege ist es sehr wichtig, dass der Mitarbeiter gewisses Diplom haben an dem Tag, an dem Schichttag, wo die Disponenten einplanen. Gut. Dann würden wir als nächstes zum Dienstplan kommen. Der Dienstplan wird vom Disponenten oder kann vom Disponenten immer über die Organisationseinheit aufgerufen werden. Also ich stehe jetzt hier, Sie sehen es vielleicht jetzt hier blau markiert, auf der Organisationseinheit Restaurant Ahorn. Und über die Druckvorschau rufe ich jetzt den Dienstplan auf. Sie sehen, dass der Dienstplan jetzt für diese Woche, also für die Periode, wo ich wirklich auch in der Ansicht habe, aufgerufen wird. Jetzt sehen Sie hier auch noch die Legende hier unten. Es werden die Dienste, die hier eingeplant sind, werden hier aufgeführt, auch mit den Dienstzeiten. Und Sie sehen jetzt hier zusätzlich meine erste Anpassung an dem Dienst vom 1.12. vom Herrn Bischof, wo ich den Dienst angepasst habe, wo hier nochmal separat aufgeführt wird. Das ist natürlich fürs Team im Dienstzimmer solche Informationen wichtig. Jetzt wechsle ich hier auf den Monat und gehe in den Dezember rein. Und das Gleiche über den ganzen Monat. In der Regel wird eigentlich der Monatsplan ausgedruckt. Ist der Dienstplan noch anpassbar? Also kann man den noch individualisieren oder ist das ein statischer Bericht, so wie man es da sieht? Der Dienstplan ist von Abacus so ausgeliefert. Wir haben Möglichkeiten, gewisse Anpassungen zu machen. Ich empfehle aber immer, auf den Standard zu bleiben. Okay. Genau. Der Dienstplan kann dann mit der E-Mail-Funktion vom Disponenten versendet werden. Und hier kann die Empfängerliste hinterlegt werden. Und so können den Mitarbeitern die Dienstpläne via E-Mail zugestellt werden. Der Dienstplan steht aber auch den Mitarbeitern im MyAbacus-Portal zur Verfügung. Ebenfalls ist es auch im Aberklick möglich, den Dienstplan dort weiterzuleiten. Gut. Jetzt würde ich zu den Stammdaten kommen, wo Sie sicherlich den Hintergrund jetzt dann noch sehen. Wie kommt es überhaupt zu diesen Stammdaten? Das erste ist das Pausenreglement, wo ich hier kurz vorstellen möchte. Abacus liefert standardmäßig das Pausenreglement gesetzliche Pausen. Die meisten von Ihnen werden das kennen, dass da gewisse Vorgaben
sind, wie Pausen zu beziehen sind. Das wird hier im Programm 413 Pausenreglemente definiert. Sie können aber auch selber individualisierte Pausenreglemente hinterlegen. Die Pausenreglemente werden dann auf den Mitarbeiter hinterlegt. Das zeige ich nachher. Als nächstes möchte ich aber noch kurz das Arbeitszeitreglement anzeigen. Wir haben hier eins im Einsatz, wo wir vorher schon gesehen haben, zum Beispiel hier diese Dauer in 11 Stunden, wo vorher die Warnung kam. Und Sie haben hier diverse Möglichkeiten, Validierung zu hinterlegen. Auch Jugendschutzgesetz und so weiter ist hier hinterlegbar. Und Sie können auch individuell weitere Arbeitszeitreglemente erfassen. Dann gehe ich kurz in den Personalstamm. Dort haben wir auch Informationen bzw. Stammdaten, wo fürs ABAP-Plan Zeiterfassung dann relevant sind zur Verfügung. Ich gehe jetzt hier auf Mitarbeiter und unter Zeiterfassung haben wir dann die Einstellung Zeiterfassung. Hier die Möglichkeit, das Pausenreglement, wo ich gerade vorgezeigt habe, und auch das Arbeitszeitreglement zu hinterlegen auf den Mitarbeiter. Genau, Schatz, jetzt ist gerade noch eine Frage gekommen betreffend Reglement, ob das auch pro Berufsgattung kann hinterlegt werden. Ja, genau. Wunderbar. Gut, dann würde ich noch, ich habe es eingangs erwähnt, die Organisationsstruktur, wo, ich komme da mal ganz kurz drauf zurück, wo diese Abbildung hier eigentlich ermöglicht. Das ist hier über die Organisation, wo die Mitarbeiter innerhalb der Organisationseinheiten zugeordnet werden und entsprechend dann auch in den Teams hinterlegt sind. Gut, dann kommen wir zum nächsten Punkt, die Arbeitsübersicht. Die Arbeitsübersicht haben wir, ich gehe hier wieder auf die Wochenansicht, ist etwas übersichtlicher. Und zwar kann der Planer oder auch die Vorgesetzten können jetzt hier die Arbeitsübersicht sich anzeigen lassen und hier kommt jetzt die Arbeitszeiterfassung ins Spiel. Sie sehen hier die eingeplanten Dienste und wir haben jetzt hier am 29. Montag, sehen wir hier unten, ich klicke das mal hoch, damit wir das besser sehen können, hat ein Mitarbeiter, da war er eingeplant von 7 bis 14 Uhr links gemäß Dienstplan, hat aber noch keine Zeiten dazu erfasst. Ich möchte das jetzt gerade mal hier demonstrieren, wie das ins System reinkommt. Wie gesagt, die Erfassung, diese Zeiten können über die Badge-Erfassung, über das MyAbacus-Portal, über das Aber-Click erfasst werden. Und in der Regel kommt das dann so rein, wenn der Mitarbeiter jetzt hier seine Zeiten erfasst hätte, so wie der Dienstplan es vorgesehen hatte, kommt das so rein. Und Sie sehen hier schon das Zusammenspiel mit dem Pausenreglement und sehen, dass dort gemäß dem Pausenreglement ein Abzug gemacht wird. Genau, Schoss, jetzt ist gerade noch die Frage gekommen, wenn jetzt zum Beispiel eine Drittanwendung im Einsatz ist, also nicht Aber-Clock in dem Sinn, gibt es da auch Möglichkeiten, dass, wenn jetzt Zeitstempelung über ein anderes System passiert, dass man die reinholt in ABAP-Plan, dass man das validieren kann? Die In- und Out-Zeiten müssten über die Schnittstelle reinkommen. Ich bin der Meinung, das ist möglich, aber das würde man im Nachgang nochmal offiziell bestätigen. Mhm. Bin der Meinung, da gibt es die Schnittstelle, die In- und Out-Schnittstelle wäre das. Genau. Absolut vorstellbar, ja. Genau. Jetzt habe ich hier noch ein Beispiel aufbereitet beim Herrn Cedric Fritz am 30.11. Sehen Sie hier, der Herr Fritz hat um 6 bis 17 Uhr eingestempelt und es kommt jetzt hier für den Disponenten oder Vorgesetzte das Ausrufezeichen.
Das heißt, das ist eigentlich die Arbeit, wo er am Ende des Monats tätigen muss, der Vorgesetzte. Und hierzu hat er eine Funktion zur Verfügung in der Arbeitsübersicht, und zwar hier das Auge oben rechts, wo nur die Warnungen angezeigt werden, dass es ein bisschen übersichtlicher ist. Wenn er das aktiviert, hat er jetzt in der Periode, wo ich jetzt mich befinde, eigentlich eine Warnung hier. Das ist der Dienstag, ich sehe das Ausrufezeichen. Das heißt, hier muss jetzt der Vorgesetzte in Aktion treten und diese Zeit quittieren. Das heißt, er sieht, es wurde ihm dort ein Abzug gemacht von 20 Minuten, weil er 20 Minuten, er hat um 6.30 Uhr, nee, um 6 Uhr eingestempelt und der Dienst fängt erst um 6.30 Uhr an. Wir haben hinterlegt, eine Kulanz von 10 Minuten kann er früher einstempeln, das zählt zur Arbeitszeit, also ihm werden Abzug von 20 Minuten gemacht. Wenn die jetzt aber berechtigt wären, könnte ihm die Zeit gutschreiben, entsprechend anhaken. Ja, das, wenn man ihm zum Beispiel dann kurzfristig gesagt hat, muss eine halbe Stunde früher kommen, weil irgendjemand nicht kann, und dann wird man ihm das ja nicht abziehen, sondern sagt man ja, das ist berechtigt, dass er die 20 Minuten sicher hat. Genau. Okay. Oder wenn, ich sage jetzt mal, in Ausnahmefällen er keinen Mittag machen könnte, kann er das auch quittieren, und so zählt dann dieser Abzug, zählt dann wieder auf seine Arbeitszeit drauf. Genau, jetzt ist noch eine Frage, sind Sperrzeiten auch irgendwie hinterlegbar? Also ich weiß nicht ganz, was mit Sperrzeiten so gemeint ist. Vielleicht zeigt dir das etwas schon. Sagt mir jetzt so nichts. Ich kann es mir nur vorstellen, die Frage, ob Mitarbeiter von, keine Ahnung, jetzt an einem Tag von 20 Uhr bis 22 Uhr nicht erfassen kann, sind das solche Fragen. Können Sie vielleicht noch mal kurz präzisieren, können wir das gerne mal schauen. Hat es schon beantwortet, sehr gut so. Wunderbar. Okay, gut. Genau, das ist dann, ich habe das jetzt kontrolliert und jetzt sind keine Warnungen mehr da und ist auch dann soweit leer, wenn ich die Warnmodus wieder aktiviere. Genau. Dann ist noch die Frage, gibt es auch Möglichkeiten, dass man Arbeitszeitverletzungen oder Gesetzesverstöße in der Zeiterfassung auch ohne Abbauplan lösen kann? Nein. Die sind mir auch nicht gekommen. Nein, weil das ist ja nur in der Planung natürlich vorgängig möglich, oder? Man plant ja die Mitarbeiter im Vorhinein, also die nächsten Monate, Wochen ein. Und da ist es ja ersichtlich, wenn jetzt ein Mitarbeiter an einem Tag rapportiert, dann ist es ja schon, ja, ist es eigentlich schon zu spät. Genau. Gut, dann, ja, wäre ich von der Arbeitsübersicht her soweit durch. Diese Arbeitsübersicht steht auch im MyAbacus-Portal zur Verfügung. Da würde ich jetzt als erstes hinwechseln. Mhm. Und zwar gehe ich jetzt hier ins MyAbacus-Portal. Ich logge mich jetzt mit dem Mitarbeiter ein. Genau, also jetzt gehst, das ist eigentlich ein Webzugang, den man so hat. Das heisst, Man hat hier den Arbeitsplan drinnen von sich selber und könnte zum Beispiel, wenn man MyAbacus Zugang hat, auch über ein Tablet oder auf dem Smartphone aufrufen und hat dort immer seine Arbeitszeiten. Oder? Das war eben gerade nur eine Frage vorher, die wir jetzt so einfach zeigen können. Genau, das ist wirklich eine Web-Applikation, wo über ein Tablet, so wie du es gesagt hast, auch aufrufbar ist. Oder auf dem Smartphone. Genau. Okay. Jetzt möchte ich kurz hier nochmal die Arbeitsübersicht anzeigen, wo wir vorher im ERP-System gesehen haben. Hier kommt es natürlich layoutmäßig etwas anders daher, aber im Grundsatz ist das genau das Gleiche wieder. Ich bin jetzt aber nur vom Mitarbeitersicht aus und der Dienstplan vor allem sehe ich jetzt hier. Und jetzt möchte ich auch ein neues Highlight gleich zeigen. Und zwar ist ab der Version 2021 der Diensttausch von Abacus implementiert worden. Das war immer ein großer Wunsch von allen Neukunden. Und ich würde das gerne jetzt hier demonstrieren. Ich bin jetzt eingeloggt mit einem Mitarbeiter, der Cedric Fritz. Und gehe jetzt mal in die nächste Woche. Und ich weiß,
mein Planer hat mich jetzt hier am 6.12. für den Tagdienst eingeplant, aber ich habe da am Nachmittag habe ich da schon was vor und würde gern einen Diensttausch machen mit dem Herrn Tejatz, wo den Frühdienst hat. Da kann der Mitarbeiter dann den Diensttausch beantragen, indem er hier den Zieldienst, den Ursprungsdienst zuerst aktiviert und hier den Zieldienst dann auswählt und ich ihm sage, kann ich hier bitte den Dienst tauschen. Also der Ablauf ist eigentlich, ich gehe rein und frage irgendeinen anderen Kollegen von mir in dem Sinn an. Genau, richtig. Der wird es dann bestätigen und der Planer macht dann schlussendlich die Bewilligung im Hintergrund. Also das heisst, ich kann nicht einfach mit meinen Kollegen abduschen, ohne dass der Planer auch noch sagt, ja, das ist in genau, Ordnung. Das ist okay. Immer die letzte Instanz, gibt es frei dann. Okay. Das zeige ich dann jetzt auch gerade. In dem Sinn ist jetzt, wir haben es jetzt hier uns etwas einfacher gemacht für die Demo. Der Tejatz ist auch gerade der Vorgesetzte. Ach so. Genau. Einfach für die Demo-Zwecke, dass es etwas einfacher ist, dass ich nicht so viele Schritte zeigen muss. Jetzt mache ich hier den Antrag und ich sehe hier, offene Diensttausche ist angefragt. Jetzt ist das so mal im System hinterlegt. Ich würde mich jetzt mit dem Benutzer Sated Fitz, mit dem Mitarbeiter abmelden und melde mich jetzt neu an mit dem Mitarbeiter, wo jetzt den Antrag erhalten hat, aber auch gleich der Bewilliger ist. In dem Fall. Jetzt der Vorgesetzte, wenn er sich ins Meyer-Burkus einloggt, hat er hier die Möglichkeiten über Aufgaben-Inbox hier unter die Informationen. Man sieht auch gleich schön, da hat es drei Informationen und er sieht hier oben, ein neuer Diensttausch ist hier angefragt. Er kann sich das übers Auge hier die Benachrichtigung anschauen und er kann jetzt hier in der Benachrichtigung direkt ins Aberplan wechseln und sieht hier unten zu bearbeitende Anträge. Jetzt kann er diesen Antrag hier nochmal anschauen. Ist okay, ja, er braucht das und kann hier mit der Funktion den Antrag beantworten. Also er kann ihn hier jetzt bestätigen oder ablehnen. Ich schreibe ja, kein Problem und bestätige das direkt. Gut, jetzt ist der Prozess mal abgeschlossen. Jetzt muss der Diensttausch aber noch vom Disponenten im Aberplan definitiv durchgeführt werden. Jetzt gehe ich nochmal ins ERP-System, ins Aberplan. Gehe nochmal raus. Der Disponent, wenn er nochmal reingeht, sieht er jetzt hier oben, es liegen Diensttauschanträge zur Verarbeitung vor. Das heißt, der Disponent, wenn er das sieht, kann er hier das Aktivieren anklicken und hier den Zeitraum markieren. In der Regel ist das immer über einen Monat. Und wenn er hier auf Weiter klickt, sucht jetzt das System die beantragten, bewilligten Diensttausche und über Weiter wird der entsprechende Diensttausch dem Disponenten hier jetzt angezeigt. Ich zeige das jetzt mal hier. Das ist hier von vorhin erwähnt auf dem Laptop, etwas klein. Jetzt hat der Disponent hier die Möglichkeit, das zu bewilligen und abzulehnen. Wenn er es ablehnt, muss er zwingend einen Kommentar machen. Ich möchte es jetzt aber bewilligen, ist nicht zwingend Kommentar nötig. Mach auf weiter. Und jetzt ist der eigentliche Diensttausch auch im System vorgenommen worden. Das war dann in der Woche, glaube ich. Ja, Sie sehen, dass man den dann hier getauscht hat. Der
Cedric Fitz mit dem Herrn Dayas. Genau, und jetzt kommen die zwei, die jetzt abgetäuscht haben, auch in einem Jahr Nachricht im Meierpakus rein. Die sollte, genau, die sollte dann eine Benachrichtigung haben, dass das erfolgt worden ist. Jetzt gucken wir mal hier, ob da nochmal der Diensttausch gemacht worden ist. Diensttausch bewilligt. Wunderbar. Genau, also da die Informationen fließen eigentlich immer zurück. Genau. Ich hatte vorher noch die Arbeitsübersicht gezeigt hier. Es ist, wie gesagt, hier auch wochenweise gleiche Ansicht. Und dort ist wirklich auch das gleiche Verhalten. Also hier kann auch der Disponent, wenn er dann die entsprechende Funktion hat, auch hier die Kontrolle der Arbeitszeiten machen. Ja, also entweder mache ich es im ERP oder da, damit genau, es mir besser passt. Genau, ja, das war von meiner Seite aus mal... Gut, dann sind noch ein paar Fragen reingekommen. Wir würden uns gerne noch die Zeit nehmen, um Ihnen die Fragen noch beantworten, wenn wir jetzt schon ein bisschen überzogen haben. Aber wir möchten die Fragen auf jeden Fall noch beantworten, die reingekommen sind. Und zwar ist mal am Anfang noch die Frage reingekommen, Josef, kannst du da aus der Erfahrung ein bisschen etwas sagen? Dann ist nämlich gefragt worden, ab wie vielen Personen lohnt sich jetzt ab einem Plan zum Beispiel. Also können auch nur bestimmte, er hat jetzt gesagt, Populationen von den Mitarbeitenden zum Beispiel eingeplant werden. Also dass man nur zum Beispiel Teilzeitmitarbeitende plant oder die Picke-Dienst machen. Gibt es da Möglichkeiten? Da gibt es verschiedenste Möglichkeiten. Also ich habe jetzt auch gerade ein Projekt, wo wir gesagt haben, die ganzen Büromitarbeiter werden nicht eingeplant, aber die ganzen Pflegmitarbeiter werden eingeplant, absolut kein Problem. Man kann sogar hingehen und nur gewisse Organisationseinheiten einplanen. Also das ist sehr individuell. Okay, sehr gut. Noch schnell schauen, sind noch ein paar Fragen rein, die noch unbeantwortet sind. Genau, dann ist noch die Frage, wo werden denn Saldostunden pro Mitarbeiter angezeigt, wo man dann für Planung muss beachten zum Beispiel? Das wird direkt auch im Aberplan angezeigt. Das ist mir vorher untergegangen. Sie haben hier die Möglichkeit, über die Funktionsleiste die Funktion anzuzeigen, unter anderem auch die Saldo-Funktion, wo Sie die Saldi der Mitarbeiter zur Verfügung haben. Wir haben die Sollzeit, die Istzeit, die Überzeit, die Überstunden, der Feriensaldo und der Ruhetagssaldo. Okay, wunderbar. Dann genau. Mehrere Möglichkeiten. Genau. Dann ist ja noch die Frage, ob man zum Beispiel auch nur Halbtage einplanen kann, zum Beispiel, oder einen halben Tag irgendwie so und dann, oder Ferien zum Beispiel. Ja, das kann die Kombinationen sind alle möglich. Ja. Okay. Dann ist noch die Frage, wir zeigen ja jetzt hier eigentlich ein 7-Tage-Modell. Kann das auch jetzt zum Beispiel, wenn es sowieso nur 5-Tage-Modell gibt und zum Beispiel ohne Ruhetag eingeplant werden? Absolut, ja, genau, absolut. Das ist dann, wird über die Sollstundenkalender wird das gesteuert, dass am Samstag, Sonntag keine Sollstunden sind. Da muss man am Samstag, Sonntag auch keinen Dienst einplanen. Ganz einfach. Ja. Okay. Gut, dann ist noch die Frage, Sie können auch Zulagen bei den Diensten hinterlegt werden, also so Abendzulagen ja, zum Beispiel? Ja, also gerade Picke-Dienste zum Beispiel wird das gemacht, dass man Picke-Diensten Mitarbeiter einplant und aufgrund des Picke-Dienstes Zulagen generiert werden im Hintergrund. Genau, sehr gut. Dann ist noch eine weitere Frage gewesen, ob Oberplan auch selber Dienstpläne kann erstellen anhand von eingegebenen Parametern. Ich glaube, da ist Abacus noch nicht so weit. Das ist auf jeden Fall angedacht, dass man da auch noch so ein bisschen die künstliche Intelligenz mit reinbringt, wo man lernt, aber aktuell ist das noch nicht der Fall, oder? Korrekt, ja. Da ist Abacus in den ersten Zügen, wird aber sicherlich noch nicht mit der nächsten Version ausgeliefert werden von Abacus, aber sie sind bereits schon dran. Also KI ist ein ganz großes Thema in der Planung. Da brauchen wir noch etwas Zeit, beziehungsweise Abacus. Ja. Sehr gut, aber angedenkt ist es auf jeden Fall. Ja. Genau, dann ist noch die Frage, wie man das so ein bisschen mit so Picke-Diensten oder auch Springer-Funktionen kann lösen. Gibt es da Lösungen im ABAP-Plan? Ja, absolut. Springer sind ein großes Thema, gerade auch in der Pflege, im Pflegbereich. Das wird über die Stellen gelöst. Das heißt, die Stellen sind dann in den Organisationseinheiten
mehrfach abgebildet und die entsprechenden Disponenten haben die Stelle zur Verfügung und können dann die Springer somit einsetzen. Sehr gut. Und jetzt ist ja noch die Frage, wenn jetzt jemand zum Beispiel schon Ferien eingegeben hat oder Ferienwünsche hat, sieht man das auch schon im Oberplan hinein? Ja, genau. Also in der Regel kann der Mitarbeiter die Ferienanträge über das MyAbacus-Portal oder über AbaClick beantragen. Im Antragsstatus sieht man die eingeplanten Ferien direkt im Aberplan als Sternchen markiert. Wenn sie bewilligt sind, ist das Sternchen weg und der Disponent weiß, ob das sind. Also dann kann der Disponent auf keinen Fall eigentlich dann etwas einplanen, obwohl er schon Ferien hat oder irgendwelche Abwesenheiten. Genau, das sind jetzt nicht nur Ferien. Genau, das wenn er vielleicht Krankheit hat, alles wunschfrei. Auch. Genau, wunderbar, sehr gut. Dann ist auch die Frage, ich kann Aberplan zwischen Überzeiten und Überstunden unterscheiden bei der Entstehung zum Beispiel auch und für Kompensation entsprechend. Genau, richtig. Da haben wir auch die Saldo. Das sind wirklich zwei Salde. Ich weiß nicht, ob man es hier gut sieht. Wir haben einmal den Überzeitsaldo und den Überstundensaldo gemäß den gesetzlichen Grundlagen. Okay, wunderbar. Ich glaube, dann haben wir soweit alle Fragen beantwortet. Sie dürfen gerne jetzt noch Fragen stellen. Wir würden aber soweit mal zurückgehen auf die Präsentation. Ich glaube, Sie haben da wirklich einen guten Überblick bekommen, was für ein mächtiges Tool das Aberplan eigentlich ist. Eben, wie gesagt, es gibt noch ganz viele sonstige Sachen, die man machen kann, wo Sie jetzt gute Fragen gestellt haben, aber dann müsste man fast einen halben Tag alles zeigen. Aber jetzt haben wir sicher eine gute Übersicht bekommen. Falls Sie jetzt noch Fragen stellen, Sie die noch im Chat. Wir haben sicher noch 1-2 Minuten Zeit. In dieser Zeit würden wir Ihnen gerade auch noch die nächsten Webinar- und Online-Fachseminar vorstellen. Wir zeigen Ihnen im HR-Bereich noch das Vergütungsmanagement, also die Lohnrunde über nächste Woche. Dann würden wir noch Buchhaltung im Provis Ihnen auch zeigen und die Oxvit natürlich das Schnittstellenmanagement-Tool. Und im nächsten Jahr haben wir dann noch ein Online-Fachseminar. Das geht ein bisschen länger als das Webinar, dass wir auch Datenanalyse und Business Intelligence rein würden, näher bringen. Gut. Es ist noch die Frage gekommen, eben wie sieht das auf dem Handy jetzt direkt aus? Wir können das jetzt leider direkt jetzt nicht auf dem Handy zeigen. Wir können Ihnen aber sonst gerne noch einen Printscreen vielleicht in die Folie rein tun, damit Sie die Übersicht dann auch noch haben, wie das Ganze auf dem Handy aussieht. Das ist kein Problem. Ja. Sehr gut. Dann würde ich sagen, wir sind soweit am Ende angekommen. Vielen, vielen Dank für die spannenden Fragen, die Sie da gestellt haben. Es sind ein paar wichtige Fragen auch noch reingekommen. Danke dir schon sehr für das Zeigen vom ABAP-Plan. Ich glaube, man hat wirklich eine gute Übersicht bekommen, was ABAP-Plan alles kann. Dann bleibt uns nichts anderes übrig, als Ihnen vielen Dank zu sagen für die Teilnahme, für Ihre spannenden Fragen. Und wir wünschen Ihnen eine ganz gute Adventszeit, schöne Vorweihnachtszeit und bleiben Sie gesund. Ade miteinander. Vielen Dank. Vielen Dank, Tamara. Hat sehr Spaß gemacht. Ich wünsche Ihnen allen einen schönen Tag und schöne Weihnachten. Adieu. Ade miteinander.